Das ist das. Und ein Fluss. Und ein Fluss, der längste Fluss. Und in Sizilien gibt es auch einen hohen Berg, einen Vulkan. Hier, das ist der Ätna. Siehst du da hinten? Ja. Das ist 3.003 Meter hoch und voll mit Schnee jetzt, also als ich das Bild gemacht habe. Er lebt in Genua. Und er ist Taxifahrer. Und einmal sind alle Leute, also in Riesi, wie in Sizilien, gibt es viele Auswanderung. Also viele Leute, die haben keine Arbeit gefunden und dann sind sie in Norditalien oder in der Schweiz und die Schweiz oder nach Deutschland, Belgien. Und die sind immer mit Züge gefahren. Er hat mir gesagt, es gab 35 Züge nach Norditalien und Ausland. Heute fliegen alle mit dem Flieger. Ja. Fährt keiner mehr mit dem Zug. Und dieser Bahnhof war, als ich auch als Kind da war, immer voll mit Menschen. Und jetzt ist es komplett leer. Fährt niemand mehr. Weil alle fliegen mit dem Ball. Ja. Bis nach Mailand, als ich ein Kind war, bis nach Mailand haben wir einen Tag gebraucht, 24 Stunden. Das war, das ist natürlich heute in 1,5 Stunden Ja. bist du schon da. Aber ich liebe Züge. Sie lebt auch in Belgien. Sie ist Oma von 3, 4 Kindern. Und ihren Mann hat diese Kaffee. Und diese Kaffee heißt La Riesina. Das ist die Fußballmannschaft von Riesi, heißt Riesina. Und er ist in Belgien, aber er hat immer noch Riesi im Kopf und Herz. Da viele Systemata. Der ist Unternehmer. Und das ist diese Karfreitag-Prozession. Du hast gesehen, die Madonna vorher sucht das Kind, das Jesus. Und dann findet irgendwann hier in diesem Ort, also die, sie sucht und findet Jesus hier. Und dann treffen sich alle Statuen hier in der Mitte. Und dann laufen sie weiter zum bitteren Ende. Als ich diese Bilder gemacht habe, war 2017, waren Wahlen. Aber die Wahlen waren zu Ende und dann wurde alles abgeklebt. Aber man sieht hier La Sicilia, man sieht die Sicilia, also die Muster. Und es ist alles ein bisschen komisch. Sieht man nicht die Partei, sieht man nicht das Gesicht und Logo hier. Sehr, aber. Wie gesagt, in Sizilien gab es, oder in Riesi gab es auch Mafia und hier ist ein Ort, in diesem Auto gab jemand, der erschossen wurde, ein junger Mann. Und das war sehr bekannt, diese Geschichte, man hat viel darüber gesprochen in Riesi und das ist in der Nähe von diesem Ort hier. Das ist wie ein Film. Ja, genau. Und das ist jetzt Luigi. Und das ist Luigi hier. Er ist 10 Jahre alt. Und dieses Buch handelt von dieser Schulklasse, als wir 10 Jahre alt waren. Also es ist nur dieses Jahr 73. Und in 73, er war genauso. Er sah genauso. Und alle seien wir genauso wie er. Also Kinder. Und das hat er benutzt als Kind, er hat gespielt mit diesem Gerät. Und er hat immer noch zu Hause. Das ist ein Spiel von seiner Kindheit, vor 40 Jahren. Er hat immer noch. Du auch. Er ist immer noch zu Hause, und das habe ich fotografiert. Also das ist die Schulklasse. Und da gibt es noch was.
Mal sehen. Ah, Moment mal, das sollte ich hier gucken. So, und das zweite, das ist das erste Teil, was du gesehen hast. Das zweite Teil sind erwachsene Menschen, die erwachsen waren, als wir Kinder waren. Sie war unsere Lehrerin der Schule. Und hier sind alle Namen von den Personen, die du gesehen hast. Dann gibt es ein Register oder ein Buch, Klassenbuch, und da stehen alle Namen. Du siehst, mein Name ist ganz oben, Alabiso Gustavo, so von dort. Und ja. Und das war unsere Schulklasse, das Fenster zu unserer Schulklasse. Modern. Bitte? Modern. Modern Haus. Wo? In Sizilien, wo wir in die Schule gegangen sind. Ja, modern, ja. Was bedeutet modern? Neu. Wie neu. Ja, das ist alles neu, ja, genau. Das ist einer, der in der Partei, in der kommunistischen Partei aktiv war. Und er erzählt vom Krieg, Zweiten Weltkrieg, dass diese Bunker haben die Deutschen aufgebaut in Sizilien. Die Deutschen waren für ein oder zwei Jahre, haben Italien besetzt. Und dann haben solche kleine Bunker aufgestellt, weil hier ist Meer. Und man hat Angst gehabt, dass die Soldaten vom Meer kommen. Und das ist auch passiert. Das war auch so. Und das ist nochmal diese Schwefelbergwerk. Für was? Für das. Ach so. Schwefel ja. Ist in viele Dinge drin. In ja. Waffen. In Waffen ist Schwefel drin. Auch in der Chemie wird Schwefel benutzt und auch für die Feuer. Und in diesem Zentrum haben sehr viele Ausländer gearbeitet. Das ist Helene und sie kam aus der Schweiz. Und sie hat 25 Jahre in Sizilien gearbeitet. Woher kommt? In der Nähe von Lausanne. Lausanne, das ist der Genfer See. Wo Genf ist, diese große See, und das ist, also da ist Lausanne. Oh. Und sie war die Leiterin von diesem Kindergarten. Diese Architektur hat ein Architekt extra für diesen Ort gemacht. Und dass er ein bekannter Architekt war. Und alles sehr modern. Und das war vor 50 Jahren. Und das war einmalig in Sizilien, so etwas Moderneres zu haben. Das ist jetzt Riesi. Das ist die Hauptstraße heute. Er hat in einer Bank gearbeitet. Die Bank war hier, wo er war Direktor von der Bank hier. Und das ist die Piazza, der wichtigste Platz in Riesi, wo sich die Leute treffen. Das ist nochmal die Balen. Und er war auch aus der Schweiz. Er lebt in der Schweiz, er kam aus der Schweiz, er war 6, 7 Jahre dort. Und er ist ein Priester, katholisch. Und das ist seine Kirche. Ach so. Und das ist der Moment, wo Jesus am Kreuz gemacht wird. Deswegen siehst du überall immer siehst du Kreuz und Jesus. Und das ist die Szene. Also das wird jetzt auf dem Kreuz und dann gebunden
und dann stirbt Jesu auf dem Kreuz. Und das ist der wichtigste Moment in der christlichen Religion. Das ist genau das. Und sie kommt aus den Amerika, aus den USA, und sie hat dort auch 5 Jahre gearbeitet. Das Buch, wo können wir kaufen? Ich schenke dir, wenn du willst. Nee. Ja, weil kann man nicht kaufen. Nee, Amazon, oder? Nee, kann man nicht kaufen. Ach so. Weil das hat das Kulturamt der Region Siziliens gemacht und das ist umsonst. Ah. Ich schenke dir gerne einen. Ja, nein. Ich habe genug. Ich bekomme sehr viele. Nein. Ich möchte das Buch YouTube zeigen. Okay? Ja. Wir können zusammen machen, wenn du willst. Wenn du sagst. Ja, ich mache und ich zeige und sprechen wir. Ja, ist gut. Okay, gut. Weil wir können, das wollte ich selber auch machen, deswegen können wir zusammen machen. Ja, ich mache Bearbeitung, ja. Ja, du kannst machen, was du willst. Also, wenn du willst, wir können, sobald das Buch hier ist, treffen wir uns, ich zeige dir das Buch, eine Kopie. Oder willst du allein machen? Ich kann nicht die Texte lesen. Nee, kannst du nicht. Das ist alles auf Italienisch. Ja. Aber ich kann erklären. Ah, so. Du kannst blättern. Ja. Oder ich kann blättern und ich erzähle die Geschichten, die drin sind. Ja, das ist gut. Okay. Aber noch nicht, ja. Nee, du sagst Bescheid. Du meldest dich bei mir. Okay. Du sagst, oder ich schreibe dir eine E-Mail, sobald das Buch da ist. Mhm. Und dann weißt du Bescheid. Und dann denkst du, wie du das machst. Das ist sehr interessant, ja. Und das ist sozusagen, das ist ein Luftballon für Spielen. Aber das ist Rieses hier. Siehst du da? Mhm. Ja. Und das habe ich mit einem extra gemacht da. Und Karlsruhe ist hier, siehst du? Karlsruhe ist in dieser Ecke hier. Moment, habe ich ein spitzes? Da. In dieser Ecke ist Karlsruhe. Und da ist Rieses. Das ist nicht so, weil Japan ist ganz nicht hier hinten. Genau. Und in Rieses gibt es eine Winzergenossenschaft, die sehr wichtig geworden ist. Und das sind die Leute, die diese Winzergenossenschaft gegründet haben. 40 Leute haben angefangen diese Arbeit. Ach so. Das ist Wein. Hier drin ist alles Wein. Das sind riesige Dinge voller Wein. Das ist kein Wein, der teuer ist. Es ist ein günstiger Wein. Aber die verkaufen überall. Siehst du hier die Schläuche hier? Ja. Die Schläuche gehen von den. Das sind sozusagen Räume wie diesem Raum hier. Da wird alles mit Wein und diese oder mit Trauben. Und die bleiben eine Woche lang, 10 Tage. Und in diese Zeit, der Wein wird, nimmt, also Rotwein bekommt die Farbe rot und fängt an zu gären. Also Zucker wird zu Alkohol. Ah. Und das ist das, das wird in diese große Räumlichkeit, sind riesig groß. Und dann setze ich alles, was schwer ist, unten. Mhm. Und dann, man nimmt das raus. Und ich habe einmal 2 Wochen gearbeitet da. Oh. Als ich war 17 oder 18. Ah. Und man ist da reingekommen. Mit Person, mit Maske. Mhm. Und man ist da reingekommen, man hat ein bisschen geschaufelt. Eine Minute und man musste sofort wieder raus, weil das ist alles mit Alkohol, Luft, ist vollkommen unsauber. Es gibt keinen Stickstoff drin. Schon betrunken. Aber das war lustig. Und ich war mit Badanzug drin. Badanzug und dann rein. Und ich hatte die Hände, die waren lila. Aber es war, weil das hier ist mein Vater. Ach so. Und er war, als ich jung war, der war da im Vorstand drin. Und dann durfte ich 2 Wochen arbeiten.
Das ist auch das Symbol für Sizilien. Heißt Trinakria. Weil Sizilien diese dreieckige Form hat. Ach so. Ja, ja. Aber ist er Mafia? Er sieht so wie ein Mafioso aus, aber der ist kein Mafioso. Und jetzt kann ich dir jemand zeigen, der richtig Mafioso war. Also nicht jetzt hier. Das ist das Fest. Das ist Palmfest. Eine Woche vor, bevor Jesus im Kreuz kommt. Das ist Palmfest. So, jetzt hast du. Er ist der Vater und er ist der Sohn. Und beide waren sehr wichtige Mafia-Boss. Oh, in Sizilien. Riesi ist ein kleiner Dorf, aber diese Familie war sehr stark in den 50er, 60er Jahren. Sie hatten sehr viel Macht. Und ich habe dieses Foto, das ist hier drin. Also das ist die Kapelle. Und ich habe die Kamera hier drin geklebt, also fotografiert. Ah. Und so ist, wie drin aussieht. Und die waren sehr bekannt. Und das ist der. Er ist umgebracht worden, erschossen worden in Palermo. Und dann, das ist die Zeitung von damals, gibt es nicht mehr, heißt Lora. Und da war das hier, wo er erschossen worden ist, und das Porträt. Siehst du? Und jetzt habe ich in Archive, ich war in der Archiv von Palermo, und ich habe das Bild gefunden. Und dieses Bild ist benutzt worden, um das zu machen. Und hier drin, siehst du hier? Ja. Das ist die Größe. Hier steht, wie groß das Bild sein soll. Und da steht a una colonna, also eine Spalte. Und solo di Cristina. Also die Person, der ältere Person hinten. Und das ist das Bild, das Originalbild, das gedruckt wurde. Mhm. Und diese Mafia-Boss war sehr berühmt, sehr bekannt. Und hier, das ist seine Beerdigung, waren 5000 Leute. Und das ist auch Originalbild. Das ist sehr interessant. Und das ist jetzt die andere Geschichte. Das ist der Pfarrer, der dieses Zentrum gegründet hat, wo du gesehen hast, diese Gebäude, die du gesagt hast, das ist neu. Also er ist derjenige, der alles gegründet hat. Und das ist in der Kirche in Riesi. Und das ist die Kirche hier. Siehst du? Ja. Und das hier, das ist, wo er gesprochen hat. Und jetzt ist in Norditalien, das ist sein, wie sagt man, ein Friedhof. Seine Urne und alles ist da. Und die Geschichte hat mit Schwefel zu tun. Das ist Schwefel, dieser gelbe hier. Ja. Und das ist sozusagen das, was man in den Bergen, in den Schwefel, wie heißen die Berge? Die? Fällt mir der Name nicht ein. So, und das, da bekommt man solche Steine raus. Fertig. Also das Buch ist jetzt etwas anders. Ein paar Fotos sind anders geworden, die Farben, also das ist jetzt, siehst du, braun, dann ist richtig schwarz und so weiter, aber so, das ist das Buch. Schön. 5 Jahre Arbeit. Ja, ja. 3 Jahre sozusagen, 2 Jahre war Vorbereitung und erste Interview und dann habe ich mit der Region, mit dem Kulturamt und die haben dann alles bezahlt. Die Reisen bezahlt, meine Arbeit und das Buch. Ja. Okay.
So.